Guten Tag, meine Damen und Herren. Millionen Menschen haben heute in London Abschied genommen von Prinzessin Diana. In dichten Reihen säumten die Trauernden schweigend die Straßen, als der Sarg am Vormittag in einer Prozession zum Gedenkgottesdienst in die Westminster Abtei gebracht wurde. Um Punkt 8 Minuten nach 9 englischer Zeit setzt sich der Trauerzug plangemäß in Bewegung. Prinz Charles und seine beiden Söhne bleiben hinten im Kensington-Palast stehen. Am Palasttor weinende Menschen. Nach über einer Stunde schließen sich nun auch Prinz Charles, die Söhne und Dianas Bruder Earl Spencer an. Hinter ihnen Vertreter von über 100 Wohlfahrtsverbänden, die von Diana unterstützt wurden. Kurz darauf, der Union Jack über dem Buckingham-Palast geht auf Halbmast. Dann der Trauergottesdienst in der Westminster Abbey. Höhepunkt Elton John mit Candle in the Wind. Aus Algerien wird ein weiteres Massaker an der Zivilbevölkerung gemeldet. Gestern Abend sollen in einem Vorort der Hauptstadt Algier 49 Menschen ermordet worden sein. Mitarbeiter eines Krankenhauses berichteten, 60 weitere hätten verletzt überlebt. Erst vor einer Woche hatten vermutlich Moslem-Extremisten in der Nähe von Algier mehr als 200 Dorfbewohner umgebracht. Es war das schlimmste Blutbad seit Ausbruch der Terrorwelle vor 5 Jahren. Die verstorbene Mutter Teresa ist weltweit als herausragende Persönlichkeit dieses Jahrhunderts gewürdigt worden. Anhänger nehmen von der aufgebahrten Ordensgründerin in Kalkutta Abschied. Die 87-Jährige war gestern Abend nach einem Herzinfarkt gestorben. Ihr Einsatz für Arme und Benachteiligte war unter anderem mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt worden. In einem Beileidstelegramm von Bundespräsident Herzog heißt es, das Wirken von Mutter Teresa sei ein Beispiel dafür, was persönliches Engagement erreichen kann. Der britische Dirigent Sir Georg Scholti ist tot. Im Alter von 84 Jahren starb der Künstler in der vergangenen Nacht an seinem Urlaubsort in Südfrankreich. Der gebürtige Ungar galt als Altmeister unter den Dirigenten. In seiner langen Karriere arbeitete er mit allen bedeutenden Orchestern. Seine Plattenaufnahmen wurden mit 23 Grammys ausgezeichnet. Zwei Besatzungsmitglieder der russischen Raumstation Mir haben 6 Stunden lang die Außenhaut des Forschungsmoduls Spectre untersucht. Sie konnten jedoch keine Löcher entdecken. Per Hand richteten sie 2 für die Stromzufuhr wichtige Sonnensegel wieder aus. Das Modul war im Juni von einem unbemannten Raumtransporter gerammt worden. Durch den Zusammenstoß hatte die Mir 40% ihrer Energieversorgung verloren. Das Wetter heiter bis wolkig, nur im Süden und im Osten Regen und Gewitter. Temperaturen bis 23 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 17 Uhr.